Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Teresa von Semidoles. In dieser Videoserie werden wir eine Puppe machen mit dem Amelie-Schnittmuster, inklusive der Haare, der Klamotten und der Schuhe. Und die Amelie ist 46 cm groß und kann Klamotten tauschen mit Puppen wie American Girl, Götz Our Generation und so weiter. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unter dem Video verlinkt und du kannst den Link für das Schnittmuster auch unter dem Video finden. Und jetzt geht's los! Wir brauchen Garn, einen Maschenmarkierer, einen Häkelnadel, eine Schere und eine Wollnadel. Und hier ist das Garn, das ich benutze, und ich benutze eine 3 mm Häkelnadel. Wickele den Faden zweimal um deinen Zeigefinger, lege den hinteren Faden über den vorderen und noch einmal den nun hinteren über den vorderen Faden, nimm den nun hinteren Faden mit der Häkelnadel auf und du hast eine Schlaufe. Häkele eine Luftmaschenkette, die lang genug ist, um den Puppenkopf zu passen, und schließe die Runde mit einer Kettmasche. Falls du ein Häkelanfänger bist und noch nicht so genau weißt, was diese ganzen Begriffe alles bedeuten: Ich habe eine kleine Häkelschule, ein Häkel 1x1, das ich unten unter diesem Video verlinken werde in einer Playlist. Da kannst du dir das nochmal ganz genau anschauen, bevor du dich an diese Puppenperücke heranwagst. Benutze einen Maschenmarkierer, um den Beginn jeder Runde zu markieren. Mir fällt das immer erst so bei der 4. Reihe ein, aber du musst das ja nicht so machen wie ich. Reihe 1 bis 5, häkele jeweils einen Schlingenstich in jede einzelne Masche in der Runde. Beginne jede Runde mit einer Hebeluftmasche und schließe jede Runde mit einer Kettmasche in die Hebeluftmasche der vorherigen Runde. Wenn du die Häkelgrundlagen, Anfangsschlaufe, Luftmaschenkette, Schlingenstich, Kettmasche noch lernen möchtest, habe ich unter dem Video meine Häkelanfänger-Videoserie verlinkt. Das habe ich ja eben schon mal gesagt, aber ich sag's lieber nochmal. Beende die erste Runde mit einer Kettmasche in die erste Masche der Runde und beginne die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Mache weiterhin Schlingenstiche in jede Masche der Runde für die nächsten 4 Runden. Also insgesamt 5 Reihen. Nur mit Schlingenstichen rundherum in jede einzelne Masche. Nachdem ich 5 Reihen im Schlingenstich gehäkelt habe, passe ich die Perücke an und schaue, ob ich anfangen kann abzunehmen oder ob ich noch eine Reihe mit Schlingenstichen rundherum häkeln muss. Platziere den Maschenmarkierer eine Reihe nach oben. Nachdem du die letzte Runde mit einer Kettmasche in die erste Masche der Runde beendet hast und die 6. Runde mit einer Hebeluftmasche begonnen hast, mache Schlingenstiche in die nächsten 7 Maschen, überspringe dann eine Masche, mache Schlingenstiche in die nächsten 7 Maschen, überspringe eine Masche, etc. Rundherum. Überspringe eine Masche, häkle Schlingenstiche in die nächsten 7 Maschen, überspringe eine Masche etc. bis zum Ende der Runde. Platziere den Maschenmarkierer eine Reihe nach oben. Nachdem du die letzte Runde mit einer Kettmasche in die erste Masche der Runde beendet hast und die 7. Runde mit einer Hebeluftmasche begonnen hast, mache Schlingenstiche in die nächsten 6 Maschen, überspringe eine Masche, mache Schlingenstiche in die nächsten 6 Maschen, überspringe eine Masche und so weiter. Überspringe eine Masche, häkle Schlingenstiche in die nächsten 6 Maschen, überspringe eine Masche und so weiter bis zum Ende der Runde. Platziere den Maschenmarkierer eine Reihe nach oben. Nachdem du die letzte Runde mit einer Kettmasche in die erste Masche der Runde beendet hast und die achte Runde mit einer Hebeluftmasche begonnen hast, mache Schlingenstiche in die nächsten 5 Maschen, überspringe eine Masche, mache Schlingenstiche in die nächsten 5 Maschen, überspringe eine Masche, etc. Überspringe eine Masche, häkle Schlingenstiche in die nächsten 5 Maschen, überspringe eine Masche, etc. bis zum Ende der Runde. Platziere den Maschenmarkierer eine Reihe weiter nach oben. Nachdem du die letzte Runde mit einer Kettmasche in die erste Masche der Runde beendet hast und die 9. Runde mit einer Hebeluftmasche begonnen hast, mache Schlingenstiche in die nächsten 4 Maschen, überspringe eine Masche, mache Schlingenstiche in die nächsten 4 Maschen, überspringe eine Masche und so weiter. Überspringe eine Masche, häkle Schlingenstiche in die nächsten 4 Maschen, überspringe eine Masche etc. bis zum Ende der Runde. Platziere den Maschenmarkierer eine Reihe nach oben. Nachdem du die letzte Runde mit einer Kettmasche in die erste Masche der Runde beendet hast und die 10. Runde mit einer Hebeluftmasche begonnen hast, mache Schlingenstiche in die nächsten 3 Maschen, überspringe eine Masche, mache Schlingenstiche in die nächsten 3 Maschen, überspringe eine Masche, etc. Überspringe eine Masche, häkle Schlingenstiche in die nächsten 3 Maschen, überspringe eine Masche etc. bis zum Ende der Runde. Platziere den Maschenmarkierer eine Reihe nach oben. Nachdem du die letzte Runde mit einer Kettmasche in die erste Masche der Runde beendet hast und die 11. Runde mit einer Hebeluftmasche begonnen hast, mache Schlingenstiche in die nächsten 2 Maschen, überspringe eine Masche, mache Schlingenstiche in die nächsten 2 Maschen, überspringe eine Masche etc. Überspringe eine Masche, häkle Schlingenstiche in die nächsten 2 Maschen, überspringe eine Masche etc. bis zum Ende der Runde. Entferne den Maschenmarkierer und häkle einen Schlingenstich in die nächste Masche, überspringe eine Masche, häkle einen Schlingenstich, überspringe eine Masche etc. bis die Kappe oben geschlossen ist. Also immer eine häkeln, dann eine überspringen, eine häkeln, eine überspringen. Schneide das Garn ab und ziehe das Garnende durch die Schlaufe. Fädle das Garn auf eine Wollnadel, ziehe es auf die Unterseite der Kappe hindurch und vernähe es. Nun schaue ich dann auch mal, ob die Kappe denn passt und ob alles gut aussieht. Und ja, ich finde die Farbe, das Blond, sieht doch ganz schick aus an dem Püppchen. Wenn du magst, kannst du die Schlingen auseinanderschneiden und der Perücke einen schicken Haarschnitt verpassen. Meistens lasse ich die Schlingen geschlossen, weil es dann vielleicht ein bisschen stabiler ist und nicht ausfranst unten am unteren Ende. Aber es ist vielleicht auch ganz schön, mal die Schlingen auseinanderzuschneiden, dann kann man besser Zöpfchen flechten und so weiter, wenn man denn mit seiner Puppe spielen möchte. Das gilt natürlich nur für Kinder, nicht für Erwachsene. Nimm einen farblich passenden Faden und verankere ihn im Stoff. Stecke die Kappe mit Nadeln am Kopf fest und nähe die Kappe rundherum fest. Du kannst auch mehrmals rundherum gehen und die Kappe auch oben am Kopf festnähen, damit alles gut und fest sitzt. Das ist natürlich besonders wichtig, wenn die Puppe für ein kleineres Kind bestimmt ist. Manchmal ziehen Kinder ihre Puppen gerne an den Haaren durch die Wohnung. Und damit die Haare dann nicht abkommen und alles schön stabil bleibt für viele, viele Jahre, ist es natürlich gut, die Haare so gut wie es geht festzumachen. Ich benutze Melissa und Duck Kreiden, um das Wangenrot aufzutragen. Male auf ein Stück Stoff und reibe den Stoff mit der Farbe in kreisförmigen Bewegungen auf die Wangen, bis sie schön rosig sind. Ich habe dazu ein extra Tutorial-Video hochgeladen, das kann ich hier auch unter diesem Video verlinken. Da erkläre ich nochmal ganz genau, wie ich das mache. Aber ich glaube, das ist ziemlich klar, wie das alles vor sich geht hier. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Püppchen bis hierher. Und nun brauchen wir ein paar Klamotten. Im nächsten Video nähen wir uns dann ein kleines Kleidchen mit Rüschen, Rock. Und diese Videos werden auch unter diesem Video verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlasse mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!